Guten Morgen, meine Mami sitzt da, also unsere Mom. Und ich habe jetzt heute Morgen das ganze Geschirr gewaschen, ein bisschen geputzt und wir müssen unser Geschirr hier in der Badewanne waschen. Hier, ja. Also dieses Bad ist eigentlich so unsere Küche, also Geschirrspülen und sowas. Und jetzt gönne ich mir mal ein Käffchen. Und, ups. Hört ihr das? Ich gucke gerade Viva Top 100. Ich mache das ja jeden Morgen an. Und dann kommt immer Lamis Song. Voll geil. Warte mal, welcher Platz? Platz 26, glaube ich. Now you gotta let go. If this is really over. Ich mache mich jetzt gerade fertig, weil heute kommt unsere, also ich mache mich jetzt nicht deswegen fertig, aber heute kommt unsere IKEA-Bestellung. Wir haben ja von IKEA so eine Schlafcouch bestellt, eine Kommode noch für mein Zimmer und ich weiß gar nicht mehr, was wir alles bestellt, Regale oder sowas. Und die kommen heute alle an, deswegen ist meine Mama jetzt auch schon da, weil die Bestellung, ich finde es so blöd, die Bestellung kommt um, also zwischen 7 und 14 Uhr. Das heißt, in dem Zeitraum muss auf jeden Fall jemand zu Hause sein und deswegen ist meine Mama da, weil wir fahren heute zu Donnys Büro und laden Videos hoch. Und ja, genau. Und heute habe ich auch eine Fahrstunde. So Leute, ich beantworte jetzt hier für euch eine Frage, die glaube ich so in jedem Video die meistgestellteste Frage ist. Ob ich denn einen Führerschein habe, warum ich nicht fahre und ob ich einen Führerschein habe, ja. So, jetzt erzähle ich euch mal die whole story über meinen Führerschein. Damit die Frage endlich mal aus der Welt geschaffen ist, weil wirklich sehr, sehr viele Fragen und ich weiß, ich hätte die Frage eigentlich schon viel früher beantworten können, aber zum einen denke ich gar nicht drüber nach, während, also am Tag sozusagen drüber zu erzählen sozusagen und irgendwo war es mir auch so unangenehm, das zu erzählen, weil ich erzähle euch jetzt einfach mal die Geschichte. Ich habe meinen Führerschein angefangen, als ich 17 war. Also mit 17 habe ich angefangen, meinen Führerschein zu machen. Und habe Theoriestunden, Praxisstunden, das habe ich alles in 2-3 Monaten schon erledigt gehabt. Also ich war wirklich immer zu den Theoriestunden da und und wollte das Ding eigentlich voll schnell so hinter mich bringen, weil ich wusste, jetzt kommt eine Zeit. Also zu dem Zeitpunkt ging ich auch noch zur Schule ich wollte es eigentlich so schnell machen, weil ich wusste, es wird ein Zeitraum kommen, wo ich gar keine Zeit mehr habe. Und dann war das aber so, dass ich, als ich dann alles fertig hatte und die Theorieprüfung machen wollte, sind wir ausgezogen zu dem Zeitraum. Ja, genau, als ich dann meine Theorieprüfung und sowas hatte, sind wir ausgezogen zu dem Zeitraum. Also ich bin, also am Anfang war es eigentlich so, dass ich ausziehen wollte und dann hat Kat gesagt, okay, sie zieht auch noch mit aus. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir zusammen wohnen. Deswegen habe ich gesagt, ich ziehe aus und dann hatte ich aber für meinen Führerschein sozusagen kein Geld mehr. Also ich hab mir meinen Führerschein alles selbst finanziert und meine Mom konnte mir das nicht finanzieren, deswegen hat sich das alles so gezogen, weil ich das Geld sozusagen erstmal sparen musste und weil wir halt auch ausgezogen sind. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum seid ihr ausgezogen, wenn ihr kein Geld habt. Das hatte andere Gründe. Ja, auf jeden Fall war das so und dann hat sich das alles in die Länge gezogen und dann Und ich hatte eigentlich auch schon alles fertig, nur als ich dann irgendwann nach einem Jahr erst, habe ich die Theorieprüfung dann gemacht. Und dann bin ich aber durchgefallen halt.
Ich bin, glaube ich, also das erste Mal bin ich durchgefallen. Bestimmt denkt ihr so, das haben wir alles nicht mitgekriegt, ja, das haben wir alles nicht reingeschnitten, die Zeit. Also ich hatte ja sozusagen ein Jahr vorher, hatte ich meine ganzen Theoriestunden und so weiter und dann bin ich zur Theorieprüfung gegangen und dann bin ich natürlich durchgefallen, weil das nicht mehr so fresh war, auch in meinem Kopf und habe auch nicht gelernt und so. Ich dachte, ich mache das einfach so und dann bin ich nicht bestanden. Beim zweiten Mal, dann, also 2 Wochen später wollte ich nochmal gehen und dann habe ich, also bin ich gar nicht hingegangen, weil dann Termin dazwischen gekommen ist. Und das dritte Mal habe ich dann erst bestanden. Ja, ich habe erst das dritte Mal, also bei der dritten Theorieprüfung habe ich erst bestanden. Und es war auch noch gar nicht so lange her, das war, als wir in Dubai waren, genau. Also einen Tag, bevor wir nach Dubai gegangen sind. Und das war halt wieder alles so knapp, weil man muss es, also wenn man halt einen Führerschein macht, dann muss man sich wirklich darauf konzentrieren. Und wenn man aber 10.000 andere Dinge im Kopf hat, also die man machen muss oder Dings, dann kann man es eigentlich knicken. Deswegen, ja, bei mir war das echt Glück, dass ich da die Theorieprüfung doch bestanden habe, weil ich habe da auch nicht gelernt. Aber also wirklich, ich kann euch nur raten, wenn ihr einen Führerschein macht, dann lernt. Weil sonst zieht sich das alles in die Länge. Und seit dem Zeitpunkt sozusagen, wo ich das letzte Mal gefahren bin, sind 20 Monate vergangen. Also ich bin 2 Jahre fast nicht gefahren und jetzt bin ich mal wieder gefahren. Also fahren ist echt eigentlich wie Fahrradfahren, wenn man verlernt das eigentlich nicht. Und deswegen, ja, ich habe heute noch mal eine Fahrstunde und dann hoffe ich, dass sich das jetzt endlich erledigt hat. Also bei mir, ich glaube, das ist so die schlimmste Zeit meines Lebens eigentlich gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Führerschein, also ich hätte meinen Führerschein ja eigentlich voll schnell schon machen können, aber ich hatte den Ehrgeiz nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Weil dadurch, dass Kat immer fährt und ich eigentlich nicht angewiesen bin, alleine zu fahren, habe ich das nie so als notwendig oder so, wollte ich das nicht so dringend machen. Und deswegen hat sich das alles auch so in die Länge gezogen. Weil wenn ich die Motivation und den Ehrgeiz dazu gehabt hätte, dann hätte ich jetzt schon längst einen Führerschein. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, also ja, das war echt. Also ich. So, jetzt wisst ihr's. Und ich habe echt voll lange. Also es ist so eine Zeit gewesen, wo ich echt voll lange gekämpft habe. So, und wo mich voll viele Leute gefragt haben, also wirklich nicht nur ihr habt mich gefragt, sondern auch Leute in Real Life haben mich gefragt, so, hey, warum hast du eigentlich den Führerschein nicht und so. Und ja, keine Ahnung, eigentlich, ich habe es halt wirklich nie so als notwendig gesehen, weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel bei uns in der Gegend ist es eigentlich so was voll Normales, also jeder hat einen Führerschein, wirklich seitdem man 17 ist sozusagen, hat man hier schon einen Führerschein. Aber es gibt ja voll viele Leute, auch so in Berlin oder sowas, die gar keinen Führerschein haben, weil man braucht es einfach nicht. Wenn man halt überall öffentliche Verkehrsmittel hat und alles, dann braucht man es eigentlich nicht. Und bei mir ist es halt wegen hart. Ja. Ja, das war die ganze Geschichte. Eigentlich voll lame, so. Alle denken sich jetzt bestimmt, hey, warum hast du nicht einfach gesagt, so, dass du keinen Führerschein hast? Aber das war mir irgendwo so peinlich. Wisst ihr, was ich meine? So, dass ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, dann denken die bestimmt, ich bin voll dumme. Oder keine Ahnung. Ja. Das war die Story. Super, oder? Ja. Und jetzt schminke ich mich mal weiter. Hallo, Anna ist gerade bei ihrer Fahrstunde und ich bin gerade wieder in Donnys Büro, weil wir laden hier wieder unsere Vlogs hoch. Und es dauert aber diesmal viel länger. Boah, draußen windet's voll. Ich find's so krass, irgendwie. Letzte Zeit ist immer voller krasse Sturm. Bei uns fliegt immer alles weg im Garten. Ah, übrigens, ich war vorhin bei Paddy und habe das Außengehege von den Hasen abgeholt, weil wir hatten vor, halt die so in der nächsten Zeit mal rauszulassen. Weil es wird langsam wärmer. Aber mal schauen. Ich guck mal, wie das Wetter. Morgen fliegen wir ja nach New York. Warte. New York City! What's up, T-Shirt-Reference?
In der Superwoman, ja. Ja, auf jeden Fall gucke ich jetzt, wie das Wetter dort morgen wird. Ja, super. Seht ihr das? Es schneit und es ist 2 Grad und 0 Grad und minus 2 Grad und minus 7 Grad. Alter, ciao, ey. Im Vergleich in Deutschland. Stuggi. Morgen, am Mittwoch schneit. Kidding. Ja, Regen, Regen, Regen. Regen. Okay, und dann vergleichen wir mal. Davao del Norte. Sonne und 29 Grad. Ja. Okay. Jetzt habe ich wieder Internet. Ich bin ein ganz anderer Mensch jetzt, ey. Ich habe wieder ein Leben, ey. Das ist echt komisch. Ohne Internet, da ist man irgendwie gezwungen, miteinander zu reden. Und aber man ist viel aktiver, finde ich. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist das neue Lied von Beyoncé anhören. Weil das kam gestern raus und alle haben es gehypt. Hä? Okay. Nee, oder? Sehr easy. What happened at the New Orleans? Oh, ist das? Warum wir das von Ikea kaufen? Warum? Weil das sind heiße aus. Ja. Hä, das sieht gut aus. Ich bin ein bisschen, guck mal, so groß? Guck mal deine Möbel. Das war ein Bauern. Komm her. Mach ich eine Ader im Auge geplatzt? Ja, gell? Nein, ich habe. Warte kurz. Inzwischen schieb mal so. Und dann schiebst du das so raus. Das hier, Mama. Wir sind wieder zu Hause. Und jetzt packen wir oder bauen wir die Sachen zusammen auf. Das ist jetzt unsere Schlafcouch für das Ankleidezimmer. Also falls jemand bei uns übernachtet oder so, dann kann er da schlafen. Ups. Was auch bald der Fall sein wird, weil wenn wir von New York kommen, dann kommen Shanti und Maren und Torbe. Und dann passt es ganz gut. So, der Stauraum. Ja. Perfekt. Wir müssen andersrum, Mama. Wir müssen Plätze tauschen. Oh, man liegt mein Hemd. Ja. So. Und dann dran bohren. Ja. Okay, und die Schrauben sind wo? Ich bin hier unten. Wo sind die Schrauben? Warte kurz, Anna. Ich sehe euch nicht raus. Mama, was machst du? Was machst du? Nee, du musst hier so drauflegen und dann legen wir das so hin. Ja, so, ja. Ja, das machst du die ganze Zeit. So, du musst von innen sauber. Ja. Schiebt es doch an die Wand und dann kannst du es an die Wand legen. Ja, nee. Du kannst ja nicht an die Wand legen. Warum? Wir müssen es ja schrauben hier. Ja, eben. Schrauben. Erkennt man da? Mit dem Pop. Wo sind die? Man weiß noch nicht, wo ich die. Also ohne Schrauben geht's schlecht, Leute. Ja. Ich habe doch gehabt, Katharina, mit zusammen mit dem. So sieht die Couch aus. Nicht wundern, da hat jemand drauf gepisst oder so. Mama hat da noch nur was geputzt, weil sie außerdem, sie hat ihr Gesicht so angelehnt und dann kam Make-up da drauf. Und ja, voll cool, aber wir haben uns nicht so groß vorgestellt. Ich dachte, es wäre so ein kleines. Aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich habe nur Angst, dass ich das zu voll stelle und das will ich irgendwie nicht so. Weil bis jetzt sieht es hier so aus.
Ich wollte hier eigentlich noch einen Stuhl holen, aber ich glaube, ich hole einfach einen ganz simplen einfach hier. Weil hätte ich den Stuhl geholt, den ich wollte, dann ist es zu krass. Die Uhr hänge ich auch noch auf. Das ist echt kompliziert hier. Ja, ich glaube auch. Vielleicht kommen wir bei euch vorbei. Wann will eigentlich Hans mal vorbeikommen? Wenn er jetzt nächste Woche, keine Ahnung, wenn ich Zeit habe. Na, darfst du nicht hier? Ja. Ich bleib noch hier. Ich mach mich so. Okay. Weil ich glaube, die Waschmaschine ist fertig, gell? Was? Ja, der Waschmaschine, da ist nichts drin, okay? Ich bin heute bei Paddy, habe ich eine Stufe verfehlt und bin dann bei ihr so die Treppen wieder runtergefallen. Ich bin hochgeflogen heute. Aber mein Bein tut auf jeden Fall wieder weh. Und ich habe gerade meinen Arzttermin abgesagt. Das ist eine Scheiße. Ich hab's nicht so mit Treppen. So, Alter, es ist so ein richtig krasses Pisswetter. Und das habe ich schon voll lange nicht mehr erlebt irgendwie. So ein richtig ekelhaftes Wetter. Ja. Das ist so ein... Wo sich es irgendwie nicht lohnt, einen Regenschirm rumzulaufen. Also wirklich, hier läuft keiner mit dem Regenschirm rum. Ja, weil die dann wegfliegen. Ja, genau, weil es zu windig ist. Naja, egal, auf jeden Fall. Gehen wir jetzt unsere Nägel machen. Alter, voll laut. Wir gehen jetzt unsere Nägel machen, weil die schon rausgewachsen sind. Und dann danach geht es nach Stuttgart, weil wir bei Desigual was abholen müssen. Und auf dem Weg nach Stuttgart halten wir kurz beim Ikea Sindelfingen und holen uns einen Spiegel. Und... sonst noch was? Ein Stuhl. Das kriegst du doch niemals hier rein. Wir brauchen da was Hohes. Und dann fahren wir nach Stuttgart, treffen uns vielleicht, ich weiß es nicht, wie, je nachdem, wie, wann, also wann wir fertig sind, vielleicht noch mit Lamia. Keine Ahnung. So Leute, das mit dem Nägelmachen hat jetzt doch nicht geklappt. Wir gehen doch heute Abend, weil heute, also es war zu voll. All unsere Pläne. Zerstört. Ja, aber jetzt sind wir schon beim Ikea und dann hole ich kurz die Sachen, die ich brauche und dann fahren wir direkt nach Stuttgart zu Desigual, weil da holen wir unsere Sachen ab, weil wir sind ja in New Yorker Fashion Week zu Desigual eingeladen. Ich weiß gar nicht, wie ich es schon erwähnt habe. Wir sind hier im Ikea. Ich wollte unbedingt, ich zeige euch mal den Spiegel, den ich wollte, weil der perfekt in mein Zimmer reinpassen würde. Und zwar ist es dieser hier. Aber ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass der aus dem Sortiment geht und wird es nicht mehr geben bei Ikea. Dann habe ich gefragt, ob ich den Aussteller kriege, aber hier sind keine Mitarbeiter, gell? Ich habe dort hinten, das ist direkt da bei den Mitarbeitern, habe ich gesagt, ja, Dings, ich kann den Aussteller eigentlich mitnehmen. Und dann meinte sie so, ja, sie müssen die Mitarbeiter aus der Pflanzenabteilung, das ist aber keiner. Mann, ey, das nervt mich voll. Aber jetzt habe ich gerade überlegt, guck mal, der hat halt hier schon so voll viele Macken. Also der ist nicht mehr so wie hier, sondern schon sehr, sehr verkratzt. Und hier ist eine Macke. Also ich weiß halt nicht, ob sie speziell irgendwas für mich abmontieren würden. Aber wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. So, wir sind wieder zu Hause und ich zeige euch mal meine Aufbeute auf dem Ikea. Hier. Und achso, wir waren auch beim Nagelstudio. Ich habe jetzt ganz normale runde Nägel. Also eigentlich ist es mein echter Nagel. Genau, ich habe jetzt für diesen Schrank hier, habe ich jetzt die Türen gekauft. Weil mich stört es einfach, dass man so die Ordner so sieht irgendwie. Ich will, dass das alles sauber aussieht. Deswegen habe ich mir Türen und Schubladen dafür gekauft, weil ich dachte, das ist ganz praktisch eigentlich. Also voll gut, weil ich habe mir zuerst überlegt, einen Aktenschrank zu holen. Aber dann habe ich gemerkt, ach stimmt, man kann diese Lachs ja eigentlich... Die heißen Kallax, heißen die, gell? Welche? Die hier. Ja. Kallax. Kann man... eigentlich so individuell gestalten und verfahren.
Und deswegen, ich mache jetzt einfach diese, die, wer ist das? Die Schubladen da dran. Yes. Und Türen, also hier sind zwei, also ich glaube, ich mache hier eine Tür, hier Schubladen, dann Tür und hier bleibt es offen. Oder? Ja, irgendwie so. Das baue ich jetzt auf und da hinten habe ich auch noch eine Kommode, die ich noch aufbauen muss. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute Abend noch mache, weil wir müssten eigentlich schon Koffer packen. Ne? Morgen geht es nach New York und zwar voll früh auch. Deswegen mal gucken. Soll ich die Schubladen, weil ich habe zwei Türen, zwei Schubladen und eins würde ich wahrscheinlich freilassen. Nee, eigentlich wäre es dann geschickter, wenn ich das oberste freilasse, gell? Weißt du, dass ich das da freilasse? Hier eine Tür, hier eine Schublade und hier wieder eine Tür. Ja, macht mehr Sinn. Kann man irgendwie Deko oder sowas reinstellen. Mia, Nana! Ihr wollt immer mit anpacken. Komm mal her. Komm mal. Komm mal. Du hast was im Auge. Die hat immer diese Schlafdreck. Ew! Mila! Weißt du, ich denke mir, also Mila. Wie? Weißt du, Mila leckt an Nalas Arsch und ich küsse sie auf den Mund. Kidding. Ah ja. Das ist unsere Couch. Also für, also eigentlich ist es das da dann so das Gästezimmer, weil wenn wir Besuch bekommen und das so, weißt du? Ja. Ich baue es jetzt mal zusammen. Ich muss mich da konzentrieren, weißt du? Deswegen.